Ja, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch, ja okay, egal, heute möchte ich euch eins meiner Programme zeigen, das ich vor kurzem erst programmiert habe in C++ mit Dev C++, um genau zu sein. Ist nichts Besonderes. Aber ich kann es euch einfach mal zeigen, also das Programm macht nicht gerade sehr viel, aber es ist trotzdem ein sehr aufwendiges Programm gewesen. Das heißt Ohrenschmerzenprogramm. Jetzt fragen sich bestimmt sehr viele, was soll das sein? Hört sich nicht gut an. Naja, also als allererstes, also es ist einfach nur ein Programm, das Pieptöne von sich gibt. Und ich habe das so programmiert, dass diese Pieptöne auch ein bisschen schriller sind und man, wenn man die Lautstärke ein bisschen höher stellt, auch wirklich davon Ohrenschmerzen bekommt, beziehungsweise Kopfschmerzen. Ja, ich möchte das jetzt nicht durchlaufen lassen, weil dann kriege ich wahrscheinlich selber Kopfschmerzen. Ich kann euch ja mal einen kleinen Vorgeschmack geben. Ist einfach aufgebaut. Hier so als kleine Frage hier, wie heißt die fünfte positive Zahl? Wenn ich jetzt 5 eingebe, kommt da leider falsch, es ist die 4, die 0 zählt auch als positive Zahl. Ich habe noch nicht eingebaut, dass man denn einen neuen Versuch hat. Also müsst ihr dann das Programm nochmal starten, wenn ihr falsch eingegeben habt. Dann nehmen wir einfach die 4, richtig, du bist echt schlau, hust, hust. Zum Starten die 1 und dann Enter drücken. So, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich funktioniert, also wahrscheinlich wird es jetzt nicht so bei mir hätte anders anhören als bei euch, weil mein PC, mein Laptop ganz schön scheiße ist und es nicht schafft, wirklich, wie man schon hört, also es ist jetzt nicht die beste Qualität, ist sehr langsam, aber wenn ihr es auf eurem PC, wenn der ein bisschen, also wenn der nicht so scheiße ist wie mein Laptop, dann wird sich das da ganz normal anhören. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Programm euch herunterladen, ich packe es in die Beschreibung. Auf Wunsch stelle ich auch den Source Code online, falls ihr euch das mal angucken wollt. So eine kleine Zusatzinformation, der Code sind ungefähr 1800 Zeilen. Und die Piepgeräusche, wenn sie normal schnell laufen, dauern ungefähr 1,51. Also ihr könnt ja mal gucken, ob ihr denn irgendwie Kopfschmerzen kriegt oder so. Oder ob ihr denn überhaupt noch hören könnt. Nein, Spaß beiseite. Wie gesagt, ich pack's den Link in die Download. Naja, den Link in die Beschreibung. Mensch, den Download-Link in die Beschreibung, genau. Wenn ihr es mal ausprobiert habt, könnt ihr mal in die Comments schreiben, wie ihr so findet, was euch passiert ist. Und ich will jetzt auch anfangen mit einer Reihe C++ für Anfänger. Weil C++ eigentlich eine einfache Sprache ist und sehr viel Spaß macht. Ja, könnt ihr auch in die Comments schreiben, wenn ihr wollt, dass ich ein paar C++ Tutorials mache und euch das zeige. Kann ich ja auch erklären, wie ich das hier gemacht habe. Ja, falls ihr vielleicht auch ein paar Verbesserungsvorschläge habt, könnt ihr auch mit reinpacken. Ja, das war's dann erstmal von mir. Ich verabschiede mich für heute und wünsche euch viel Spaß mit dem Programm. Stellt's nicht zu laut. Nicht, dass bei mir noch Beschwerden einflattern wegen Hörschäden oder sowas. Will ich ja auch nicht. Und dann bis zum nächsten Video.